Hallo liebe Teppichfreunde, schön, dass ihr wieder auf dem TEPCO-Kanal seid. Heute geht es um die Baumwollteppichqualitäten der Marke Kleine Wolke. Wir sind zu Gast bei Kleine Wolke in Bremen und freuen uns, dass man uns eingeladen hatte, diese Videos hier für euch zu machen, um die Produkte ein klein wenig zu erklären und euch ein bisschen zu unterstützen in eurer Kaufentscheidung. Es geht heute um die Qualitäten Merida, Havanna, Kansas und Caracas. Das sind die Hauptbaumwollqualitäten bei der Firma Kleine Wolke. Die erste Frage, die sich natürlich jedem stellt, ist, sollte ich mir einen synthetischen Badteppich kaufen, der einen schönen hohen Flor hat und ganz flauschig ist, oder sollte ich mir einen Baumwollbadteppich kaufen? Meine Antwort dazu ist, das ist einfach Geschmackssache. Ja, ich mag es halt gerne, wenn ich aus der Dusche komme und habe sehr nasse Füße, mich auf einen Badteppich zu stellen, der dann wunderbar die Feuchtigkeit aufsaugt. Das ist dann immer Baumwolle. Es gibt eben halt Leute, die es gerne mögen, mit ihren Füßen dann auf einem eher hochflorigen, flauschigen Teppich zu stehen. Das ist dann doch eher Synthetik und man sollte da dann auch Polyacryl bevorzugen bei so einer Entscheidung. Ich werde euch jetzt die einzelnen Qualitäten mal vorstellen und euch ganz kurz erklären, welche Vorteile diese Qualitäten haben, warum sie zum Teil auch sehr besonders sind, sodass auch Wettbewerber diese Teppiche seltener führen oder nicht in ihrem Programm haben, aber die Kleine Wolke diese Teppiche fertigt. Wir starten jetzt hier bei einem Artikel, der Havanna heißt. Wahrscheinlich eines der Produkte, die die Firma Kleine Wolke schon am längsten im Programm haben. Ein ganz, ganz klassischer Badteppich aus Baumwolle. Diese Badteppiche hier, Havanna, sind beidseitig benutzbar. Man kann es sehr schön sehen. Wenn ich den hier umdrehe, haben wir auf der anderen Seite auch Baumwolle. Genauso wie hier. Also man hat hier keinen gummierten Rücken oder keinen rutschhemmenden Rücken, sondern man hat auf beiden Seiten Textil. Hat natürlich den großen Vorteil, man hat zwei Seiten, die man benutzen kann. Man kauft quasi zwei Teppiche zum Preis von einem. Viele lachen immer, wenn ich das sage, aber es ist nun mal so. Man kann diese Seite nutzen und die Seite nutzen. Bei anderen Badteppichen funktioniert das nur einseitig. Ne? Wie gesagt, kleiner Nachteil, er rutscht auf dem Boden, aber dafür gibt es eben ganz günstige Rutschunterlagen, die man da drunter legt. Die gibt es auch speziell von Kleine Wolke, dass man das macht. Bei dem Havanna ist ganz interessant, dass wir alles, was auf dieser Seite Velour ist, ne? Also ihr seht das hier, und auf dieser Seite hier Schlinge ist, ist auf der anderen Seite genau umgekehrt. Da ist das, was auf dieser Seite Velour ist, ist hier Schlinge und dann ist auf dieser Seite der Velour. Also das Ganze funktioniert hier spiegelverkehrt. Also ein sehr schönes Produkt der Havanna. Kann man empfehlen. Vor allen Dingen das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch hier bei Kleine Wolke sehr gut. Wobei ist, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, in diesem Segment Baumwollteppiche qualitativ auch noch bessere Sachen gibt. Aber das könnt ihr dann natürlich auch bei TEPCO erfragen oder in anderen Videos zu Baumwollteppichen dann herausfinden. So, jetzt werde ich mal diesen Teppich beiseite räumen und wir gehen auf das nächste, zum nächsten Erfolgsprodukt der Firma Kleine Wolke. Das ist der Artikel Kansas. Kansas ist einer der meistverkauften Badteppiche bei uns bei TEPCO und wir sind sicherlich einer der größten Händler in Bezug auf Kleine Wolke Produkte in Deutschland. Wir haben auch das komplette Sortiment von Kleine Wolke am Start. Es gibt also kein Produkt, das Kleine Wolke im Programm hat, das ihr bei TEPCO.de nicht findet. So, Kansas. Was unterscheidet jetzt diesen Kansas von dem Havanna, den ich euch eben gezeigt habe? Der Kansas ist ein klassisches Floorprodukt. Einseitig benutzbar und ich klappe es um und ihr seht, wir haben hier einen gummierten Rücken. Dieser Baumwollteppich ist also nicht beidseitig nutzbar, sondern nur einseitig nutzbar. Für den einen Nachteil, für den anderen Vorteil, das muss jeder für sich entscheiden. Eines sollte man jedenfalls wissen bei diesen Baumwollteppichen und vor allen Dingen auch bei diesem Havanna. Baumwolle hat nicht so eine Sprungkraft, wie es zum Beispiel Polyacryl hat. Also,
Es kann schon sein, ihr steckt diesen in die Waschmaschine, ihr wascht ihn das erste Mal und er kommt nicht mehr so raus, wie ihr das bei dem neuen Teppich gewohnt seid. Die Farben bei Baumwolle werden nach ein paar Wäschen ein bisschen matter. Er kann auch mal ein bisschen heller werden durchs mehrfache Waschen, ne, weil Baumwolle anders die Farbe wieder abgibt. Das kennt ihr ja von der Jeans oder von anderen Baumwollprodukten, die ihr sonst so in die Waschmaschine steckt. Das, so verhält sich diese Baumwolle auch. Und man muss natürlich eines sagen, Baumwolle zu Acryl trete ich hier drauf. Achtet jetzt mal genau. Dann seht ihr, dass ihr meinen Handabdruck sehen könnt. Das heißt, Baumwolle steht nicht von alleine wieder auf. Das heißt, wenn ihr diesen Teppich erstmal richtig belaufen und betreten habt, wirkt er schon ein bisschen platt. Hat aber eben alle Positiveigenschaften, die ein Baumwollteppich haben muss, und hat trotzdem Flor. Geht man hier einmal wieder drüber, zack, seht ihr, habt ihr wieder einen Flor. Aber das muss euch bewusst sein, wenn ihr so einen Baumwollteppich wie den Kansas kauft, dass der sich schneller platt tritt und auch nicht in der Optik so langlebig ist, wie es zum Beispiel ein Polyacrylteppich ist. So, das war der Kansas. Jetzt gehen wir mal zu einem meiner momentanen Lieblinge der Firma Kleine Wolke. Das ist der Artikel Caracas. Was hat man bei diesem Artikel Besonderes gemacht? Man hat hier Baumwolle gemischt mit Viskose. Die Viskose seht ihr hier, das sind zum Beispiel diese silbernen Anteile, die so richtig glänzen, als wäre es Seide. Das sieht super stylisch aus, ist ganz, ganz, ganz schick, super elegant und wirklich ein Eyecatcher. Also wenn der auf dem Boden liegt, fragt wirklich jeder, mein Gott, was ist das denn? Sie ist so ein bisschen gearbeitet im Used-Look, wie so alte Orientteppiche, die schon so ein bisschen abgeschabt sind. So hat man das hier gestaltet. Ich finde das tot schick, auch ganz dicht getaftet, wenn ihr das mal hier seht, wie dicht die Oberfläche hier ist. Also es ist ein ganz tolles Gefühl, diesen Teppich anzufassen, sicherlich auch barfuß darauf zu stehen und optisch, nach meinem Empfinden und so ein bisschen Erfahrung habe ich, eine absolute Bombe. So, Caracas findet ihr auch bei uns, bei tepco.de. Und wir gehen, aber hier auch ganz wichtig, das müsst ihr nochmal eben sehen, diese Ware kann man nicht mit einem Gummirücken versehen und auch nicht mit einer Sprühbeschichtung, weil dieser Teppich einfach eine andere Machart hat. Der wird nicht handgetaftet, der wird maschinell gearbeitet, sonst könnte man diese feinen Garne auch gar nicht verarbeiten. Und da hat man eben einen ganz normalen textilen Rücken, der natürlich in dem Fall auch nicht rutschhemmend ist, aber enorm strapazierfähig, also diesen Teppich kriegt er nie kaputt. Aber auch hier empfiehlt sich dann natürlich, eine Unterlage drunter zu legen, damit man im Badezimmer nicht rutscht. Ne? So, dann gehen wir zu dem nächsten Baumwollartikel der Firma Kleine Wolke. Hier haben wir den Merida. Auch so eines meiner Lieblingskinder bei den Baumwollteppichen, weil wir hier eine komplett andere Struktur haben, als wir es beim klassischen Baumwollteppich kennen. Das ist wunderschön, diese Noppenstruktur hier immer, die ist wie so Büschel, ne? Ist auch toll. Ich merke das schon, wenn ich mit der Hand drüber gehe. Hier ist es bestimmt auch ein super Gefühl, wenn man barfuß drauf steht, dass man so ein bisschen so diese Noppenstruktur spürt. Also hier auch ein Baumwollteppich, aber mal wirklich ganz, ganz anders verarbeitet. Wirklich mal in einer völlig extravaganten Ausarbeitung. Hier schauen wir uns mal den Rücken an. Hier haben wir wieder einen etwas anderen Rücken. Hier haben wir einen sogenannten Sprührücken. Hier wird, das macht man gerne bei diesen Baumwollteppichen, die sehr elastisch sind. Ihr seht das schon, der ist sehr weich. Ne? Nimmt man gerne diese leichte, die wird in diesem Fall sogar mit Pinseln aufgetragen, diese pinselgummierte Struktur im Rücken. Ne, ist auch ein bisschen rutschhemmend, ne? Und toller Teppich. Tolle Struktur, wirklich außergewöhnlich. Ja, ihr Lieben, das war das Thema Baumwollteppiche der Marke Kleine Wolke. Es gibt sicherlich das eine andere Produkt noch mehr in Baumwolle von Kleine Wolke, aber das waren die vier Highlights, die ich euch hier gerne vorstellen wollte.
wo ihr nichts falsch machen könnt, wo ihr einfach ein Top-Baumwollprodukt bekommt mit einem super Preis-Leistungs-Verhältnis. Und eins wissen wir ja alles, Kleine Wolke steht für Qualität, Kleine Wolke steht für Langlebigkeit seiner Produkte. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern, da bin ich mir ganz sicher. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf unserem TEPCO-Kanal. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne so ein Like hinterlassen. Ihr dürft auch gerne einen Kommentar schreiben. Wir beraten euch montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr. Also wir sind immer für euch da. Bitte kauft nichts, wenn ihr euch nicht sicher seid. Sprecht lieber mit uns darüber. Das verhindert viele Rücksendungen und andere unangenehme Nebenerscheinungen des Online-Handels, die allen Online-Händlern im Moment sehr wehtun. Lieber lasst euch von uns beraten. Wir haben Fachleute am Telefon, die wirklich Ahnung haben. Wahrscheinlich meistens mehr als in den Geschäften, in die ihr euch sonst begebt, um so etwas zu kaufen. Also traut euch, ruft an, schreibt uns eine Mail, wenn ihr Fragen habt. Wir sind für euch da. Bis dann, alles Gute, ciao und tschüss, euer Oliver.